Jetzt hier durch den super beleuchteten Nordkap-Tunnel. Der ist insgesamt 7 Kilometer lang und hat ein Gefälle von 9%, was man auch ganz schön an den Ohren gerade merkt. Aber wir haben ja nur noch 5 Kilometer von 7. Raus aus dem Tunnel. Rein in den Schnee. Und es schneit, schneit, schneit. Und der Camper vor uns, das ist ein dänischer Camper, der fährt hier ernsthaft mit Sommerreifen rum. Hat man da noch Worte? Aber leider siehst du, es ist nichts. Nein, leider sieht man nicht wirklich viel. Thank you.
our way to the North Cap. Yes. Thank you.
steil. Ist gar nicht steil. Nee, dachte ich mir schon. Deswegen war das auch so, der wurde ja immer langsamer. Erst habe ich gedacht, der kommt hier gar nicht hoch, aber das ist gar nicht so steil. Ich stand ja auch nichts, wie steil das ist, also ist es ja auch nicht steil. Das Weichei, aber es ist echt kalt. Es ist wirklich kalt. Es interessiert keine Socke, aber wir sind am Nordkap. Da. Seht ihr es? Genau, die Kugel, da ist sie. Die Kugel, da, genau, die Kugel. Und ich glaube, wir kriegen gleich nassen Arsch oder sonst was für schlimme Sachen. Das kriselt gleich ein bisschen. Egal, wir sind da. Und einmal eine Runde drehen. Ja, da ist der Wind schon ganz nett hier. Deswegen haben wir ja auch unsere Eskimo-Klamotten an. Wir stehen mit dem Camper hier. Camper. Und wie ihr seht, außer uns ist hier gerade niemand. Niemand. Und selbst wenn das jetzt nicht schon spektakulär genug wäre, mit dieser tollen Kugel und den coolen Wolken, der Weg hier hoch war mega spektakulär. Absolut. Also ich bin ganz begeistert. Wir stellen uns jetzt nochmal hier oben hin. Ich zeige euch gerade nochmal hier. Das ist sie. Ja, das mache ich auch gleich. Man friert sich hier oben, zieht mich den Hintern ab. Scheiße kalt. So, jetzt mache ich hier gerade mal eben eine Rundumsicht, damit man sehen kann, wie toll das hier heute ist. Ich kann es gar nicht glauben. Da hinten steht Paul. Und es sind wirklich nicht viele Leute hier. Die meisten fahren auch schon wieder. Wir bleiben heute Nacht auch nicht hier. Wir sind da. Wir sind tatsächlich da. Ich kann es nicht glauben. Wahnsinn. Ein blaues Stück Himmel. Da ist Norden. Da geht es bestimmt zum Nordpol. Und hier über uns, da ist die eingefrorene Kugel. Guckt es euch an. Wahnsinn. Ich bin gerade schwer begeistert. Sachen finde ich, die man im Leben gemacht haben muss. Ja. Aber es muss halt jeder für sich selber wissen. Und vor allem die Anfahrt war so geil. Alleine für die Anfahrtsbilder war es das schon wert.